Willkommen zurück zu Let's Show irgendwas. Ja, jetzt kommt das nächste Spiel, das ich hier auf meiner Liste habe, auf der PlayStation 4. Ich weiß, es gibt auch manchmal Spiele für die PlayStation 3, die es im PSN für Plus-Mitglieder gibt. Die werde ich auch noch zeigen, nur jetzt gerade ist die 4 halt so gemütlich angeschlossen und deswegen bringe ich die jetzt einfach mal, ja, an einem Stück, bevor wir uns dann die auf der 3 angucken. Unser nächstes Spiel, das ich euch natürlich blind vorstellen möchte, ist The Unfinished Swan. Das ist schon mal ein schöner Name irgendwie. Das klingt nach was Gefühlsvollem, auf jeden Fall. Schauen wir es uns einfach mal an. Okay, da geht's sofort los. Spielzeug. Okay, da kann man Zeit für Bälle anhalten, Kapitel frei. Okay, das macht jetzt noch nicht viel Sinn, deswegen gucken wir uns das nicht länger an. Klicken wir einfach ins Spiel rein, komm. Monroes Mutter war immer besser darin, Dinge anzufangen, als zu vollenden. Als sie starb, hinterließ sie über 300 Leinwände. Keine davon vollendet. Und Monroe, der sich auch ziemlich unvollendet vorkam. Das Waisenhaus erlaubte ihm, nur ein Bild zu behalten. Und er wählte den unvollendeten Schwan, das Lieblingsbild seiner Mutter. Nachts merkte er, dass der Schwan verschwunden war. Also nahm er den silbernen Pinsel seiner Mutter und folgte den Spuren zu einer Tür, die er nie zuvor gesehen hatte. Okay, das klingt schon mal sehr schön. Jetzt warte ich ab, ob ich irgendetwas machen kann. Anscheinend kann ich etwas machen, aber ich sehe nichts. Ich habe hier, wenn ich wie nennt man das auf der PS4 da, dieses Touch-Dingens benutze, dann kann ich hier diesen Punkt... Ach, okay, ich kann hier, also interessant. Ich kann hier jedenfalls anscheinend Farbenkleckse machen mit meinem Zielcursor, den ich via PS4-Pad steuere. Und wenn ich drauf drücke, kommen da solche, Kleckse. Wie man ja deutlich sieht. Ein Künstler bin ich dabei nicht, zugegebenerweise. Ich frage mich auch, ob ich was anderes machen kann wie das. Ich werde jetzt einfach mal das Bild ein bisschen schwärzen. Interessant, dass ich auch irgendwie nur, egal wie hoch ich schmeiße. Ah doch, jetzt ging's. Ah, Moment, wenn ich so schnell nach oben. Ah, ne. Aber irgendwie. Okay, eben habe ich es doch geschafft. Dass... Ja, okay. Wir machen einfach alles schwarz hier. Lalalala. Wunderschön. Ich bin der Künstler hier. Perfekt. So, und was bringt mir das jetzt? Aha, ich kann hier immer noch rumlaufen. Aber ich sehe doch nichts. Moment, aber ich kann anscheinend die Szenerie aus der Szenerie... Hä? Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich kann aus der Szenerie anscheinend ein bisschen rausscrollen. Ich kann auch nah ran scrollen. Ich kann die Kamera natürlich auch drehen. Erstmal checken, wo sind wir hier überhaupt? Und wo ist dieser Junge? Auf der Suche nach dem unvollendeten Schwan, wie poetisch das Ganze doch ist. Aber irgendwie... Ach! Ich glaube, da steht jemand, oder? Nee. Okay, so langsam verstehe ich es. Jetzt kann ich auch erkennen, ich bin der Junge. Ich kann hier rumlaufen. Oh Mann, okay, das ist mein Zielcursor, ganz einfach. Ja, geht ja gut los, ne? Okay, aber dadurch habe ich jetzt noch nichts gewonnen. Ich drehe mich mal um. Hier ist noch alles ganz weiß. Vielleicht muss ich was finden durch die Kleckse. Ich drücke mal die anderen Tasten. Vielleicht kann ich auch was anderes machen wie Sauerei. Aha, mit L1 kann man auch Kleckse machen. Das muss man nicht mit dem Pad machen. Mit R1 übrigens auch, wie ich gerade herausfinde. Da geht es meiner Meinung nach ein bisschen schneller. Und dadurch, dass wir das jetzt machen, sehe ich hier zum Beispiel einen Gang. Okay.
Okay, so langsam komme ich rein in diese Spielmechanik. Haben wir nur schwarz? Muss ich alles schwarz machen? Wir scheinen ja hier... Ah, schau an, wir sind hier ja wo draußen. Ja, wir sind garantiert... Ja, wir sind draußen im Wald, wie es scheint. Zieh an, zieh an. Ja, das ist ja mal wieder was sehr Neuartiges. Huch. Ist hier ein Weg? Nee, ne? Da komme ich... Kann ich... Oder kann ich da durch? Nee. Okay, na gut, dann immer weiter unseres Weges. Ich drücke mal noch ein paar andere Tasten. Vielleicht habe ich ja doch noch... Nee, da habe ich nichts zu tun. Da auch nicht, da auch nicht. Aber hier hinten sehe ich was Rotes. Das ist mal was Neues. Rot. Sind das Blätter? Ja. Nee, das sind Fußspuren. Ich meine, gerade eben auch was gehört zu haben. Ich werde die Umgebung mal wieder ein bisschen schwärzen. Damit ich mir die Gegend besser vorstellen kann. Da ist ein Vieh. Okay, okay. Es ist ein Frosch. Es ist ein riesiger Frosch. Okay, Frosch. Du bist anscheinend gerade ins Wasser gehüpft. Wow! Okay. Toter Frosch. Alles klar. Okay. Kann ich mich ducken in dem Spiel? Nee, dann gehe ich halt drüber. Aber wenn das Vieh wiederkommt... Ah, meine Kugeln fallen ins Wasser rein. Ich kann da nicht... was machen. Da hinten auch nicht, wo die Spuren sind. Die Spuren verlieren sich quasi im Wasser. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. Ja, immer die Fische, die hier... hochhüpfen. So, ich will nicht ins Wasser fallen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich gucke lieber erstmal... Genau, da ist ein Steinchen, da ist eins. Da ist eins. Ja, was soll ich von dem Konzept halten? Also, das ist mal was anderes, aber... Mal schauen, wie es weitergeht. Da kommen bestimmt noch ein paar weitere Spielelemente, ansonsten würde sich das relativ schnell abnutzen. Oh, wir laufen einfach mal. Weiter, weiter, weiter. Okay, hier nicht mehr. Da geht's links wo hoch. Anscheinend eine Treppe. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Wenn ihr das spielt, dann könnt ihr ja hier mehr Ordnung machen, damit man noch mehr erkennt. Ich mache hier anscheinend eher das Nötigste. Das war schon so im Kunstunterricht, da war ich genauso. Da habe ich das auch nie perfekt ausgemalt oder das ganze Zeug auch in der Grundschule. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in einem Let's Play erwähnt. Ich muss ja mal wegen... Ich muss ja mal nachsitzen, weil ich es nicht schön gemacht habe. Nicht schön ausgemalt habe. Das passiert auch nur mir. Aber okay. Ich höre gerade eine schöne Melodie, deswegen bin ich so halb verstummt. Die kommt von da oben. Mal gucken, was da ist. Ha, okay. Man kann die Tore auch aufbatschen. Und du bist der Froschkönig, oder was? Was ist das jetzt? Was bist du? Okay. Finde ich sehr interessant. Bis jetzt aber... Nicht so recht. Hallo? Ich kann nichts zu machen. So ein, man hört es ja auch am Ton. So ein Blechteil, ja, so ein Statuen-Ding. Oh, da ist eine Tür. Kriege ich die auf? Nee, anscheinend nicht. Einen anderen Weg. Okay. Da ist eine Kiste, aber die bringt mir anscheinend auch nichts. Okay, wir müssen einfach erstmal alles hier noch ein bisschen anfärben, damit ich überhaupt eine Ahnung habe, wo es eventuell weitergeht. Von da bin ich wohl gekommen, aber ich könnte hier hochspringen. Treppchenmäßig. Und dann... Komm ich da hoch? Nee. Super, was bringt mir das dann? Was ist das? Ein Fass. Vielleicht kann ich von hier oben besser Farbe ins Spiel bringen. Wobei Schwarz ja keine Farbe ist, ich weiß. Also richtig. Weiter bringt mich das eigentlich auch nicht. Hier vielleicht? Hier.
Hier könnte ich hoch. Okay. War schon krass, auf welche Ideen man so kommt, ne? Es ist, ich freue mich immer über solche Spieltitel. Ganz ehrlich, ist jetzt zwar nicht der Oberhammer. Also, es begeistert mich jetzt nicht so dermaßen bisher. Aber ich finde die Idee an sich einfach cool. Schaut euch das mal an. Jetzt können wir den Weg sehen, den wir uns erbahnt haben. Auch nicht schlecht, von der Ferne betrachtet. So, mein aktueller Weg scheint ja hier weiter zu gehen. Ja, das sieht gut aus. Oder? Ja, okay, das Musikstück ist auch schon fertig. Ich bin immer noch da. Aber nicht mehr lange. Was ich da betreibe, sieht gut aus. Ja, ich bin mal auch gespannt, storytechnisch, okay. Natürlich in Metaphern gesprochen, das Ganze, so ein bisschen zumindest. Ich bin mal gespannt, was dabei noch rauskommt. So, ich könnte jetzt eigentlich mich fallen lassen, oder? Da bin ich doch auf der Seite. Das tat vielleicht ein bisschen weh. Da ist das nächste Tier. Ein Huhn, eindeutig. Ein Huhn, das ist, finde ich, die... Ja, die kann ich nicht, okay. Dient natürlich auch ein bisschen als Orientierung. Hier ist wieder sowas Goldenes mit einem... Vielleicht sind das die Tiere, die nicht vervollständigt wurden, aber... Na gut, hier passiert jetzt gar nichts, okay. Das ist auch kein Tier. Ich kann nicht wirklich erkennen, was das jetzt darstellen soll eigentlich, oder? Ah doch, ist das eine Hand, der eine Rassel hat? Ich bin mir nicht sicher. Aber mir kommt gerade die Idee, diese Skulptur zu vervollständigen mit Farbe. Das passiert ja dann was. Aber scheinbar nicht. Na gut, dann batschen wir uns weiter mit schwarzer Farbe. Also zum Glück scheint er ja ein unendliches Dingens davon zu haben. Da ist eindeutig ein Schweinchen. Da hinten habe ich was Rotes gesehen. Mal gucken, ob ich da irgendwann hinkomme. Was ist das denn? Kann ich das benutzen? Moment. Kann ich da Hebel? Nee, da kann man nichts dran machen. Okay, ich muss den richtigen Weg wiederfinden. Ah, ich weiß aber nicht, Leute. Also, es ist eine süße Idee, aber ich glaube, das hält mich nicht lange auf der Stange. Das könnte sein, dass wir diesmal wirklich einen Spielwechsel inmitten des Partes machen. Es sei denn... Es passiert noch etwas, was ich super toll finde. So, von da bin ich doch dann gekommen, wenn ich jetzt da... Ne, da kann ich gar nicht durch, oder doch? Ich bin voll im Dunkel hier. Ne, bin ich nicht. Geht gar nicht. Bringt nichts, hier oben zu stehen, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich alles schwarz mache, also so richtig abgrundtief, überall, dann habe ich ein ähnliches Problem wie mit nur weiß. Allerdings nur mit dem Unterschied, dass ich es nicht mehr umfärben kann. Das heißt, ich sollte vielleicht ein bisschen Acht geben, dass ich mir ein paar Grundrisse aufbewahre. So, und Orientierung ist an manchen Stellen auch nicht schlecht, denn jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ich hier noch nicht war. Versuche mal das Rote zu erreichen, das würde mich am meisten interessieren. Was ist denn das? Ah, ein Brunnen. Ah ja, alles klar. So, hier haben wir eine Kiste, okay, die kann man auch ein bisschen bewegen. Schön. Und jetzt hier, das ist ein Luftballon. Passiert vielleicht was, wenn ich ihn erreiche? Stimmt. Ein Luftballon, ich will ihn haben. Hier scheint es ja auch weiter zu gehen. Oder eben auch nicht, jetzt gehen wir da lang. Aber immer den Fußspuren nach, ne? Das war doch Sinn und Zweck der Sache. Ein D. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ah. Der König war jung, arrogant und sehr talentiert. Er war überzeugt, dass keine Farbe der Welt gut genug für seinen Garten sei. Also ließ er ihn weiß. Während er über neue Farben nachsann, ließen sich Siedler an seinem Königreich nieder. Das führte bald zu größeren Problemen. Okay. Interessant, dass wir hier auch so Dinge entdecken können.
macht, habe ich umso mehr Lust, diesen Luftballon da zu treffen. Vielleicht passiert da dann auch was. Aber der ist zu weit weg. Warte mal, vielleicht bin ich von da oben. Ja, von da müsste ich noch kriegen. Gut gemacht. Mit Ballons kannst du im Spielzeugmenü... Ach ja, stimmt ja. Cool. Also quasi so ein kleiner Bonus kann man damit freischalten. Okay, ich finde das echt, muss er doch ganz niedlich. Wenn auch jetzt diese Geschichte auf diese Art weitererzählt wird. Das macht schon Spaß ein bisschen. Da ist noch ein Luftballon, ich sehe ihn. Oder? Ja. Ah ja, 2 von 9. Ballons müssen also nicht unbedingt leuchten. Das hat dieser gerade bewiesen. Okay, und ich sollte öfters Dinge, die leuchten, einfach mal anschießen anscheinend. Dann könnte ja schon was passieren. So, jetzt bin ich runtergefallen. Aber ich würde auch gerne das mal anschießen. Mal gucken. Schade, da passiert jetzt gar nichts. Die goldenen sind vielleicht nur ziert, oder? Ich drücke die falschen Tasten. Ich glaube nicht, dass man damit was machen kann. Ich hätte mir das Spiel bestimmt ansonsten schon erklärt. Na gut. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo ich hin soll. Treppe jetzt schon hoch? Ja, ne? Sieht zumindest sehr, schwarz aus. So, und dann vielleicht nochmal gucken. Ne, dann ging es hier wieder runter, genau. Hier muss ich dann irgendwas übersehen haben. Was ist jetzt mit der Tür auf sich? Ne? Kann nichts machen. Geht nicht auf. Vielleicht erst, wenn ich was Bestimmtes erfüllt habe. Vielleicht. Ach, schau an! Ich kann hier die, Kiste einfach umschmeißen. Und kann dann rüber. Sehr cool. Hat sich das ja doch erübrigt. So, jetzt brauche ich aber erstmal hier Farbe. Erstmal wieder die Grundrisse ein bisschen offenbaren. So. Da ist wieder eine Bank. Da hinten scheint es durchzugehen. Was ist das? Von vornherein schwarz. Okay, und auf einmal bewegt sich da etwas. Ist das das Huhn, was eben noch eine Statue war? Ist es auf einmal lebendig geworden? Teil 2, der Wachturm. Okay. Interessant, interessant. Auch wieder eine schöne Musik. Da hinten ist wieder dieses Symbol. Mal abwarten. Da hoch ist es geklettert. Ja, unser kleiner... Ja, den müssen wir die ganze Zeit kriegen, ne? Das ist vielleicht der Dieb des Bildes. Wer weiß. Ja, Leute, ich würde aber sagen, wir werden das Spiel wechseln. Also es ist kein schlechtes Spiel, keineswegs. Es macht einen sehr interessanten Eindruck auf mich. Es ist mal wieder was Neues, es ist kreativ. Ich kann jetzt natürlich in diesen ersten Minuten nicht beurteilen, inwiefern sich das Ganze eventuell auslutschen könnte, weil... es könnten ja noch weitere Spielelemente dazukommen. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Na toll. Demnach müsst ihr euch eventuell selbst euer Urteil bilden, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich denke, ich werde das eventuell mal weiterspielen, wenn ich gerade gar nichts zu tun habe so richtig. Weil mich persönlich schon interessieren würde, ob da storymäßig, also diese Geschichte, die da erzählt wird mit dem Jungen und auch jetzt das mit dem König, ob da eventuell noch was auf uns zukommt, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt alles richtig gemacht, ernsthaft? Bin ich jetzt so was von krass den richtigen Weg gelatscht? Das ist ja unglaublich. Aber ich bin jetzt nicht eingesperrt hier, oder? Nee, da geht's weiter. Moment, da will ich gerade noch wissen, was hier jetzt noch kommt. Die nächste Seite. Die Untertanen des Königs hatten genug von Weiß. Sie wollten nicht mehr stolpern, sich stoßen oder verirren. Sie begannen, alles anzumalen und das makellose Design des Königs zu ruinieren. Daraufhin verbot der König alle nicht-magischen Pinsel und versprach, innerhalb eines Monats Schatten im Königreich zu malen. Aha. Ja, und das sind auch die ersten Schatten und das ist eventuell... unser erstes neues Spielelement. Das sieht ja schon mal wieder ganz anders jetzt aus, wo wir uns jetzt befinden. Wir haben jetzt Schatten. Ah, okay. Ja, das ist jetzt interessant. Vielleicht wird das Spiel ja von Teil zu Teil immer farbenfroher.
Wer weiß, jetzt haben wir Schatten. Vielleicht kriegen wir später auch noch Farben. Cool. Jetzt muss ich jedenfalls nicht mehr so viel anmalen. Teil 3, das erste Schloss. Aha. Ja, okay. Es macht neugierig. Durchaus. Jetzt überlege ich gerade, ob ich doch weiterspielen soll. Oder ob wir es dabei belassen sollen. Hm. Bin sehr zwiegespalten gerade. Nee, ich würde sagen, wir wechseln das Spiel. Aber es ist, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gefällt mir. Wie gefällt's euch? Sagt's mir einfach in den Kommentaren oder sonst wo. Oder sagt's mir gar nicht. Ich finde alles in Ordnung. Deswegen schließen wir die Anwendung. So, ich muss mich jetzt da... Einen Moment, ich muss mal kurz mein Headset weglegen. Aber ich starte schon mal das nächste Spiel, das auf unserer Liste steht. Jetzt haben wir nämlich noch Hohokum. Das war letzten Monat, also das, was wir eben gespielt haben, und Hohokum, war im letzten Monat, sprich Juni. Ja, vielleicht ist es schon August, wenn ihr das hier seht, ich weiß es nicht, aber im Juni waren die im Angebot. Die Spiele, die im Juli im kostenfreien Angebot sind, ist das hier, Styx. Und das hier ist eine Demo, die habe ich mir mal gezogen. Das werden wir uns, die beiden werden wir uns auch noch anschauen, aber nicht mehr in diesem Part. Jetzt gucken wir uns einfach erstmal Hohokum an. So, sorry für das Headset-Gedippel, aber das musste jetzt sein. Ich muss mich ein bisschen freier machen. Hohokum speichert Spielfortschritt automatisch. Das ist gut. So, schauen wir es uns mal an. Hohokum? Keine Ahnung. Schon wieder Santa Monica Studio. Scheint auch schon wieder irgendwas mit Farben zu tun zu haben. Von Richard Hock. Okay. Honey's Luck. Mal sehen, was wir jetzt hier haben. Public Domain Corporation. Und für diejenigen, die die Spiele interessant finden, aber es schade finden, dass sie es jetzt sehen und es ist nicht mehr kostenlos, tut mir leid, dass ich so im Nachzug bin. Ich wollte es euch nämlich immer eigentlich live in den Monaten zeigen, wo es halt noch kostenlos ist. Aber wie ihr merkt, ich bin ja gerade in einer gewissen Aufholphase. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit. Und deswegen ist das jetzt eben so. Und man kann es sich ja notfalls auch noch kaufen. Wenn es euch richtig gut gefällt, ist das bestimmt auch ein paar Euro wert. Beginnen wir bei Hohokum jetzt mal ein neues Spiel. Okay, ich kann diese Schlange steuern. Diese doch sehr farbenfrohe Schlange, die anscheinend... Es ist kein Snake. Wir dürfen uns selbst in den Schwanz beißen. Es passiert nichts dadurch. Was passiert, wenn ich an den Rand stoße? Ich probiere das jetzt mal einfach. Boah, ich werde weggestoßen. Okay, es tut mir nicht unbedingt weh, aber... Boah, ich werde voll mit einem Schwung weggestoßen. Alles klar. Okay, soweit so gut. Ich drücke mal ein paar Tasten durch. Mit X sind wir anscheinend ein bisschen schneller. Mit Quadrat bin mir nicht sicher. Da scheint sie irgendwie die Farben. Da hat sie kein Gesicht mehr, die Schlange. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Mit Kreis sind wir langsamer. Mit Dreieck sind wir gar nichts. Okay, R1 sind wir wieder schneller. R1 sind wir dauerschnell. Wie schalte ich das ab? Oh Gott, die sind mir viel zu schnell gerade. Shit, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, ich habe sie jetzt irgendwie... Okay, jetzt habe ich sie wieder langsam. Alles klar. Ja, hätte ich es mal nicht übertrieben, ne? Können wir damit malen? Wenn ich da so... Na gut, lassen wir das. Okay, scheint ja wieder sehr ein bisschen kreatives Kunstgame zu sein. Gucken wir einfach mal, was das Spiel für uns bereithält. Okay, mal schauen. Ich drücke jetzt dauerhaft X. Ah ja, und da wird mir gezeigt, ich soll mal so einen Kringel machen. Okay, mache ich. Oh, mache ich schöne Kringel, ne? Kein Wunder, dass nichts passiert. Weiß nicht. Sollte da sowas passieren? Wenn ich hier,
Okay, seltsame Geräusche. Wenn ich dran komme. Ich habe keine Ahnung. Boah, ist ganz schön laut. Ich gehe mal weiter. Das werde ich mal umrunden. Und jetzt bin ich irgendwie drin. Okay. Das ist was so richtig zum... Ein Mund. Hallo Mund, kann ich dich irgendwie erleuchten oder so? Nee, irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung. Irgendwie macht die rote Schlange mir alles nach. Kann das sein? So ein bisschen? Ja, so ein bisschen macht die mir alles nach. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal, da Viereck drücke, passiert dann was? Nee, passiert nichts. Okay, interessant. Das ist so ein richtiges Spiel, einfach zum Ab... so zum Beruhigen, glaube ich. So, das sieht ja schön aus, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja, das kann ich toll, ne? Komm, wir gehen wieder. Was hat das jetzt gebracht? Vielleicht einfach nichts. Wir leben in der wunderschönen Asymmetrie. Wir könnten jetzt wunderschöne Formen machen. Schaut mal. Ich bin da halt nicht wirklich der Künstler, aber ich kann mir vorstellen, dass manche darauf jetzt voll abfahren. Ui, ja, vor allem wenn man da den Rändern kommt, das ist auch irgendwie cool. Das hat doch was, oder? Ja, das ist alles wunderschön. Gehen wir mal weiter. Ein richtig kleiner Spielplatz hier. Schön für die Seele, beruhigend. Ich bin mein Schlangenfreund. Hui! Oh, das hat uns jetzt aber wild gemacht. Und oh. Was passiert, wenn wir das so umarmen? Passiert gar nichts, okay. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen dritten Schlangenfreund, kann das sein? Oh, was passiert hier denn alles? Ach, herrje. Was, kann man da rein? Noch ein Schlangenfreund da. Ich nehme einfach mal die Schlangenfreunde alle mit. Hier ist noch einer. Komm, du kommst auch mit. Wie schön! Und jetzt nochmal in den Symmetrieraum, was da passiert, das würde mich mal interessieren. Aber jetzt machen wir hier das Schwarze weg. Okay. Noch ein Klangfreund, yay! Alter, was für ein Gewusel. Das muss alles ich machen. So. Hier haben wir noch so ein Teil. Ich weiß nicht, was es bringt, die zu öffnen, aber wir machen es einfach. Vielleicht, wenn jeder seine Farbe damit berührt, dann... Na gut, ich bin ja eh hier der Bunde. Die anderen haben ja eine konstante Farbe, scheint mir. Nur ich bin ein Allround-Talent. Und hier haben wir noch ein paar Schlangen. Kommt alle mit! Schön. Ah, und jetzt können wir... Oh, schaut mal jetzt, was wir jetzt machen. Das ist schon irgendwie geil. Also, das, wie gesagt, das steuert man jetzt gerade selbst. Hat man selbst in der Hand, wie man das machen möchte. Sieht echt schön aus. Ne, ich wollte eigentlich weiter. Ja, ich denke, über solche Spiele unterscheiden sich wieder die Geister. Ich finde es schön, dass wir die beiden Games jetzt in einem Part reingebracht haben, weil die beide einfach sowas... die beide einfach so was Kreatives an sich haben. So, da haben wir noch eine Schlange. Noch eine. Gehen wir hier mit den Viechern. Und da können wir wieder was ganz Tolles basteln. Ich bin nicht kreativ oder sowas, aber das geht kinderleicht, da irgendwas Tolles zu machen. Hey, das gefällt mir voll. So was könnte ich lang machen jetzt. Das ist voll zum Beruhigen. Warte mal, jetzt drücke ich mal L1. Okay. Geil. Schade, jetzt bin ich rausgegangen. Wollte ich gar nicht. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gemacht. Bin nämlich gerade sehr schnell unterwegs.
Ja, das ist natürlich auch interessant. Ich versuche mal so schnell wie möglich das Ganze zu machen. Dann hätte das vielleicht auch was für ein Wirrwarr teilweise. Ja, schneller geht's jetzt aber auch nicht. Oh, jetzt bin ich auch wieder langsam. Anscheinend tut mich das mit der Zeit auch langsam machen, wenn ich da wo dran stoße oder so. Ich weiß nicht. Bin ich eigentlich immer in derselben Gegend oder ist das jedes Mal ein bisschen anders? Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es neue Freunde. Ist schon gut, dass wir da sind, oder? Da oben ist wieder die Spielkammer. Yeah. Oh, jetzt bin ich ein bisschen raus. Na egal. Ja, es geht ja immer weiter nach oben eigentlich. Also. Passt schon. Wenn man bedenkt, wie das Spiel angefangen hat. Mit der einzelnen Schlange und jetzt. Okay, wenn ich aber die Wahl hätte, dann hat mich doch das erste Spiel ein bisschen mehr begeistert. Weil, das hat halt eine Story, ne? Muss man ehrlich zugeben. Das hier ist einfach nur schön. Das kann man einfach nur genießen. Das braucht auch keine Story. Oh, das habe ich schön gemacht, oder? Das fand ich gut. Na gut. ja, ist nichts zum Let's... Das ist nicht Let's Play tauglich. Also es ist... Ich meine, was will man dazu kommentieren? Das muss man einfach auf sich wirken lassen. Ja, auf sich wirken lassen. Ich kann noch schneller sein. Nice, jetzt habe ich wieder Speed drin. Irgendwie finde ich hier keinen Weg mehr. Ich finde zwar immer wieder diese Steinchen, aber sonst bringt mir ja anscheinend nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Hm. Könnte halt wieder runter, schöne Formen machen, aber wie es weitergeht, ist mir gerade schleierhaft. Und ich muss wieder runter, hier oben ist nichts. Wunderschön, wunderschön. Auch gerade wenn ich es schön mache mit L1, dann geht aus Versehen raus, was ich gar nicht wollte. Na egal. Ja, nett. Wenn ich irgendwann mal die Ruhe weg habe, würde ich das vielleicht nochmal spielen wollen. Einfach um abzuschalten, aber prinzipiell ist es jetzt nicht so was für mich unbedingt. Nur was wir zwischendurch mal, ne? Oder wie seht ihr das? Aber ich laufe jetzt auch wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll gerade. Ein bisschen blöd von mir, aber was will man tun? Vielleicht bin ich auch gerade... Ah, da ist wieder das X. Oder passiert nicht wirklich was. Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder was? Wenn ich da X drücke wie wild, dann passiert aber auch nichts. Aber wenn ich da Kreis drücke, dann... Ja, der Controller... Falls ihr das hört, der Controller macht da diese Geräusche. Ja, das ist immer ganz langsam. Das wollen wir nicht. Das ist einfach nur Erklärung, ne? X ist halt so und... Das hier habe ich noch nicht verstanden, was man da machen kann. Moment, vielleicht muss ich reden. Warte mal, ich... Hallo, hallo? Ich rede gerade in meinen Controller rein, aber... Hallo? Ein Mund, deswegen, ich dachte, passiert aber nichts, schade. Na gut, hätte ja sein können. Okay. Oder ich habe es einfach nur verrafft. So, Leute, ich würde sagen, wir beenden dieses doch sehr kreative Let's Show diesmal. Schön war es, hat mir sehr gut gefallen, euch hoffentlich auch. Welches Spiel hat euch besser gefallen? Würdet ihr euch eins davon holen? Würdet ihr davon gerne mehr sehen? Ich persönlich werde davon zwar nichts Let's Playen. Oh, mach ich das gerade schön. Aber, ja, mir hat's gefallen. Durchaus. Vor allem das erste noch ein Tick mehr. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir weitere Spiele vorstellen, die es auf dem PSN-Markt so gibt. Macht's gut.
bis dann, euer John McCloud.